Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Wochenende Liebesorakel von 28. bis 30. Juni 2019. Bald erscheint mein neuer Newsletter. Das könnt ihr jederzeit abonnieren. Es ist kostenlos. Fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Ihr bekommt jeden Monat sogar tolle Angebote. Meine E-Mail-Adresse ist newsletter@denderasusannamedici.com. Die andere Neuigkeit ist, mein Hotline geht wieder. Die Bundesnetzagentur war schnell, verständnisvoll, hilfsbereit und sie haben großartige Unterstützung gegeben. Und das bedeutet, ich bin persönlich telefonisch erreichbar von 10 bis 23 Uhr täglich. Die Nummer befindet sich unten in Infobox. Ich werde aber Ende diese Aufnahme nochmal einblenden. Und jetzt zu diesem Legung, der Garten der Liebe. Und hier ist diese Liebespaar, die Dame und diese Herr. Wir betrachten erstmal die Karten, was für die Damen zugeordnet ist. Euren Gefühle, und damit meine ich euch Damen, zeigt dieses Bild. Und das heißt, ihr seid momentan müde, erschöpft. Kann auch bedeuten, dass ihr gerade krank seid oder ihr befindet euch in einer Situation, was zurzeit euch kränkt. Worüber sollt ihr Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild und das heißt etwas loslassen, etwas beenden. All das, was bedrückt, die Belastungen. Was kommt zurück von Vergangenheit, eine Nachricht nähert sich von Familie oder handelt sich um euren Wohnsituation. Was kommt in naher Zukunft? Das hat auch mit Familie und mit euren Wohnsituation was zu tun. Das kann bedeuten, ein Umzug oder irgendwelche Veränderungen. Das Haus symbolisiert aber auch Sicherheit, Stabilität und Schutz. Und das könnt ihr auch erwarten von der Liebe-Partnerschaft. Seinen Gefühlen zeigt die Lilien. Und das heißt, er möchte etwas klären, etwas bereinigen. Lilien steht auch zum Intimität. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Worüber macht er Gedanken? Das sind Freundschaften und das kann bedeuten, dass er in seinen Freundeskreis aufräumt und bereinigt etwas. Hund symbolisiert aber auch Treue und da legt er großen Wert drauf. Was kommt zurück von Vergangenheit? Das ist noch ein Geheimnis, bedeutet aber auch Bildung oder Schulung, dass er nochmal das überlegt, eine Schulung zu machen. Oder ein Geheimnis wird gelüftet und das hat mit seiner Vergangenheit was zu tun. Was kommt als nächstes? Umbrüche und Veränderungen. Das kann auch bedeuten, dass hier bei diesen Umbrüche und Veränderungen um eine Trennung oder Umzug handelt und ihr zieht zusammen. Und dann hat dieses Haus die Bedeutung, dass ihr habt ein gemeinsames Zuhause. Dieser Garten hat auch einen Brunnen und da sprudelt Wasser und zeigt, wohin führt das. Und das symbolisiert hier die Sternenhimmel. Und das bedeutet Glück, eine glückliche Zukunft. Alles steht im guten Sternen. Bedeutet auch, es ist alles im Sternen geschrieben. Und das war mein wohnende Liebesorakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal,
Eure Dendera Susanna Medici.